Ja, danke schön, Henning, für die Einladung. Ich habe das Gefühl, du bist ja voll ins Risiko gegangen mit so einer exotischen Rednerwahl für deine oder eure erste Veranstaltung. Ich finde das großartig, das Konzept, und toll, dass es nach Hamburg kommt. Und freue mich über die Ehre, hier als Erster was erzählen zu dürfen, und hoffe, Sie in den nächsten 20 Minuten gut zu unterhalten, mal mit was sehr Exotischem, und Sie ein bisschen mit auf See zu nehmen. What do you desire? What makes you itch? What sort of a situation would you like? Let's suppose, I do this often in vocational guidance of students. They come to me and say, well, we're getting out of college and we haven't the faintest idea what we want to do. So I always ask the question, what would you like to do if money were no object? How would you really enjoy spending your life? Well, it's so amazing, as a result of our kind of educational system, crowds of students say, well, we'd like to be painters, we'd like to be poets, we'd like to be writers, but as everybody knows, you can't earn any money that way. Or another person says, well, I'd like to live an out-of-doors life and ride horses. I say, do you want to teach in a riding school? Let's go through with it. What do you want to do? When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life, that is, full of what you like doing, than a long life spent in a miserable way. And after all, if you do really like what you're doing, it doesn't matter what it is, you can eventually turn it, you could eventually become a master of it. It's the only way to become a master of something, to be really with it. And then you'll be able to get a good fee for whatever it is. So don't worry too much. Somebody's interested in everything. And anything you could be interested in, you'll find others who are. But it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like, in order to go on spending things you don't like and doing things you don't like, and to teach your children to follow in the same track. See, what we're doing is we're bringing up children and educating them to live the same sort of lives we're living, in order that they may justify themselves and find satisfaction in life by bringing up their children, to bring up their children to do the same thing, so it's all wretch and no vomit. It never gets there. And so, therefore, it's so important to consider this question, what do I desire? Ja, für mich war einer der Momente, mich bewusst mit Risiko auseinanderzusetzen, und vielleicht der wichtigste oder einzige Moment, wo ich so richtig bewusst darüber nachgedacht habe, am Ende des Studiums den Weg einer normalen Karriere zu verlassen, am Ende des BWL-Studiums, und alles auf eine Karte zu setzen und meiner Passion zu folgen, dem Segelsport. Diese Routen sind die Strecken, die ich letztes Jahr gesegelt bin. Ich war für eine Handvoll verschiedener Segelprojekte 220 Tage unterwegs letztes Jahr, bin 53.000 Seemeilen gesegelt, ungefähr 100.000 Kilometer, was allein in dem einen Jahr eine Distanz von 2 Weltumsegelungen entspricht, und konnte dabei mitwirken, 6 Weltrekorde zu brechen, und habe dabei eine ganz interessante Entdeckung gemacht, nämlich eine Entdeckung über die Zeit, dass wenn ich ganz konsequent meine Passion verfolge, dann gibt es auf einmal ganz wenige Leute in dem Bereich, mit denen man konkurriert. Es gibt auf einmal wenig Experten, die so weit gehen. Und so fand ich mich am 22. November letzten Jahres als einer von nur 6 auf diesem Trampolin zwischen den Rümpfen der zweitgrößten Rennjacht der Welt, um den Rekord für die schnellste Weltumsegelung zu
anzugreifen. Man sieht mich hier bei der Arbeit. Das ist mein Job, aber ich würde diese Arbeit auch tun, wenn ich nicht dafür bezahlt würde. Ich glaube, ich würde dafür bezahlen, dort mitfahren zu können. Für mich war diese Reise das größte Abenteuer meines Lebens. Vor allem das Schiff, ein fantastisches, leichtes, großes Schiff, was eigentlich mehr einer Segelmaschine oder einem Flugzeug ähnelt. Und nicht das Eis oder die Stürme oder der Schlafmangel oder solche Dinge sind das Schwierigste bei dieser Arbeit, sondern immer wieder aufzubrechen ins Ungewisse. Sozusagen am Anfang so einer Karriere weiß man nicht, was vor einem steht, aber auch wieder bei jeder Reise, bei jeder neuen Segelrekordfahrt ist es ein Aufbruch ins Ungewisse. Man muss viel Ballast über Bord werfen, das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis danach zu wissen, was auf einen zukommt, das Bedürfnis nach Komfort. Da muss ich mich sozusagen mental leicht machen, genauso wie wir unsere Rennjacht leicht machen müssen, damit sie so über die See flügen kann. Dort ist alles aufs absolute Minimum reduziert. Es gibt in diesem fast nackten Schiff 2 Schlafsäcke für 6 Leute und sehr wenig zu essen, damit ist der Ballast, alles, was wir nicht brauchen, bleibt an Land. So ein Aufbruch zu so einer Reise ist nicht nur ein normales Ablegemanöver, sondern man schneidet gewissermaßen die Verbindung zur Zivilisation ab. In diesem Fall für 45 Tage ist geplant. Das ist der bestehende Rekord, den wir brechen wollen. Und wir entfernen uns dabei weiter von der Zivilisation und Sicherheit als alle anderen Menschen auf diesem Planeten. Der entfernteste Punkt von Land ist 4000 Kilometer von jeglichem Land entfernt. Point Nemo nennt man diese eine Stelle an See, die sozusagen dieses Extrem darstellt, aber man kann eigentlich den Großteil der Route als Wüste betrachten. Das Südmeer rund um die Antarktis, wo wir hauptsächlich durchsegeln, ist ein Gewässer, wo wir weiter vom Land entfernt sind als die Astronauten in der Raumstation und wo auch Rettung extrem lange dauert. Wenn uns hier was zustößt, brauchen Schiffe der australischen Marine oder chilenischen Marine zum Beispiel bis zu 10 Tage, um diese Position zu erreichen. Das heißt, so ein Aufbruch ist wirklich ein Aufbruch ins Ungewisse. Ganz viel ist unklar, auch rein sportlich. Wir sind nicht das einzige Schiff an diesem Tag, was zu diesem Rekord startet. Es gibt noch ein weiteres Schiff, die Spindrift, hier oben rechts im Bild zu sehen. Wir unten links, IDEC, sind ein deutlich kleineres Schiff. Es ist eine Art Duell David gegen Goliath und wir sind absolut nicht, können uns nicht vorstellen, wie dieses Duell ausgehen wird. Wir müssen mit dieser Unsicherheit leben, trotz modernster Wettertechnik und Wettervorhersage weiß man nicht genau, welches Wetter uns nach dem Äquator bevorsteht. Wir können solche Simulationen machen, solche Routings rechnen und ziemlich genau vorhersagen, wie schnell wir bis zum Äquator kommen von unserem Starthafen in Brest. Aber was danach passiert, ist wirklich sehr ungewiss. Das Gute an diesen Rennschiffen ist, dass es extrem schnell segelt. Wenn es schwierig ist, wenn wir durch schwierige Gewässer segeln, gehen diese Momente schnell vorbei. Wir hatten einen sehr stürmischen Start von 48 Stunden. Härtester Segelanstrengung und sind dann schon nach 48 Stunden eigentlich am zweiten Abend in den Subtropen. Man sieht hier, der Himmel ist klar, die Sonne scheint. Wir sind dem Äquator, wir sind an 5 Tagen schon nach 5 Tagen am Äquator unter dem tropischen Nachthimmel, unter Vollmond. Und die Frage wird mir manchmal gestellt, natürlich segelt man Tag und Nacht durch in einem Wachrhythmus und versucht einfach, dieses Schiff so schnell wie möglich voranzubringen. Das Schlimmste, was für uns passieren kann, ist, in genau so eine Flaute hinein zu
zu laufen im Südatlantik vor der brasilianischen Küste, haben wir so eine Flaute erwischt. Unsere Konkurrenten, das andere größere Schiff, konnte die Flaute umfahren. Die Zeit rattert für uns. Jede Stunde verlieren wir 40 Kilometer Abstand auf dieses andere Schiff, was bei gutem Wind segelt. Und in diesen Momenten ist die Moral der Mannschaft wirklich aufs Äußerste herausgefordert. Wir nutzen solche Momente, um das Schiff zu reparieren, alles, was kaputt geht, wieder in Stand zu setzen. Hier dieser muskulöse 60-jährige Mann ist unser Skipper, Francis Joyon, der der Antreiber ist und der geistige Vater dieser ganzen Reise und der sich nichts anmerken lässt in solchen Situationen. Und sein Motto könnte man eigentlich so zusammenfassen, dass er sagt, man ist vor positiven Überraschungen nie sicher. Das bewahrheitet sich, wir werden dann mit deutlich besseren Winden begünstigt kurz darauf und können unseren Rückstand wieder wettmachen, können mit sehr hoher Geschwindigkeit vorankommen in diese berüchtigten Südmeere rund um die Antarktis, wo das Wasser 0 bis 2 Grad kalt ist. Dadurch haben wir sehr oft Nebel und in dieser Region kommt oft Eis vor, Eis, das von der Antarktis nach Norden treibt. Wir versuchen mit dem Radargerät dieses Eis zu sehen. Wir müssen das Radar permanent beobachten. Aber die Grenzen der Technik, im Seegang kleine Eisstücke zu finden, sind uns wohl bewusst. Und so tanzen manchmal vor den Augen die Pixel auf dem Bildschirm. Und man versucht, ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das ist wirklich das größte Risiko für uns, was wir hier versuchen, mit hohem technologischem Aufwand in den Griff zu bekommen. Die Wetterberater an Land mieten private Satelliten, um extra Aufnahmen der Region zu machen, wo Eis vermutet wird. Es wird sehr aufwendig gemessen, ist auch mit einem immensen Budget verbunden, solche Fotos dann zu bekommen, wo man wie bei der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen dann so einen Eisberg finden kann. Damit können uns diese Wetterberater warnen, bestimmte Regionen zu umfahren oder auch unseren Kurs mal zu halten, nah an einem Eisberg vorbei, wenn die Sicht gut ist. Dann kann man das Risiko in Kauf nehmen, an so einem Eisberg ganz dicht vorbeizufahren und die Schönheit der Natur hier zu genießen. Und dieser Eisberg ist ungefähr 3 Kilometer breit und 80 Meter hoch. Hat eine irre Farbe, wenn man den so aus der direkten Nähe sieht. Riesige, tonnenschwere Eisklumpen brechen davon ab und man hofft einfach, nicht im Nebel oder bei schlechter Sicht in solche Situationen zu kommen. Dieser Mut und auch dieses erhöhte Risiko der südlichen, eisreichen Route hat sich für uns ausgezahlt. Wir haben unseren Konkurrenten, den man hier ganz leicht am Horizont sieht, mittlerweile eingeholt und können ihn sogar überholen. Spindrift, das Schweizer Schiff, lassen wir für einige Zeit hinter uns und so gewinnen wir auch Rückhalt bei unseren Fans und der segelbegeisterten Zuschauerschaft an Land. Wir gewinnen auch einige Fans in Hamburg. Meine Freundin ist Lehrerin an einer Schule hier in Hamburg, wo die Schüler dann aufgeregt sagten, Spindrift soll untergehen. Wir sind also wirklich in diesem Höhepunkt, an diesem sportlichen Höhepunkt dieser Reise extrem aufgeregt, nicht allein, auch einige unserer Freunde an Land. Und der große Traum rückt in greifbare Nähe, einmal die Hand auf diesen 2 Meter großen Pokal zu legen, der in einem Magnetfeld schwebt im Marinemuseum in Paris. Trophée Jules Verne heißt das Ganze deswegen, weil früher die schnellste Weltumsegelung um die 100 Tage lang war, 120 Tage, 100 Tage, und man hatte damals versucht, in unter 80 Tagen die Welt zu umrunden. Es geht für uns so weiter, wir können nicht das Wetter absehen, was uns hinter Kap Horn und auf der Rückfahrt im Atlantik, was wir dann bekommen werden.
Jeder Tag auf See ist eine Überraschung. Man muss ihn so nehmen, wie er kommt. Wir müssen mit dieser Ungewissheit leben und werden belohnt von diesem Leben im Moment, von schönen Natureindrücken, von dem magischen Moment, dann auf einmal die schneebedeckten Gipfel der Anden an der südchilenischen Küste in Sichtweite zu bekommen. Wir passieren die mythische Landmarke von Kap Hoorn und das ist ein Moment, wo ich sehr stolz bin auf dieser Reise. Wir sind nach wie vor in der Zeit für den Rekord. Wir können den Rekord immer noch brechen. Wir sind in Schlagweite unserer Gegner und das mit einer ungewöhnlichen Mannschaft von 6 Kapitänen, die über diese Zeit wirklich zu einer kleinen Einheit zusammengeschmolzen sind. Man muss sich vorstellen, dass diese Profisegler alle einzeln angeheuert werden. Sie kennen sich vorher gar nicht. Das sind alles Individualisten oder eigene Kapitäne. Jeder von uns könnte dieses Schiff auch alleine führen oder alleine befehligen, sage ich mal. Und eine starke Erfahrung während dieser Reise und gerade in diesem epischen Moment Kap Hoorn zu passieren, ist, dass irgendwann das eigene Ego keine Rolle mehr spielt, man selbst sich eigentlich vergisst und mehr danach fragt, was braucht jetzt das Team? Das Team wächst zusammen wie so eine Militäreinheit, wie so ein kleines Squad und jeder legt seine eigene Sicherheit in die Hände des anderen. Und so entsteht so ein starkes Kameradschaftsgefühl. Das kann uns natürlich nicht davor bewahren, was das Wetter für ein Spiel mit uns spielt. Wir haben ein riesen Flautengebiet im Südatlantik, das uns letztendlich den Strich durch die Rechnung zieht. Nicht nur für unseren Rekord, auch für unsere letzten Proviantvorräte an Bord. Man sieht hier im Bild unten rechts die kleine blaue Gasflasche. Das ist die letzte, die jetzt schon bedenklich leer wird. Die Vorstellung, kein Wasser erhitzen zu können für unser gefriergetrocknetes Essen, was man nur mit warmem Wasser auflösen kann, ist für uns schauderlich. Deswegen lassen wir nicht nach, mit aller Kreativität Geräte zu erfinden, mit denen wir alternativ Wasser erhitzen können. Und hier ist es so eine elektrische Siedevorrichtung aus verschiedenen gefundenen Materialien an Bord. Improvisiert. So kommen wir doch noch ausreichend ernährt nach 47 Tagen, 14 Stunden und 47 Minuten, also rund 2 Tage zu spät, ins Ziel. Aber dennoch fühlen wir uns beim fantastischen Empfang in Brest bei der Rückkehr gewissermaßen als Sieger. Dieser Rekord spielt in dem Moment für uns eigentlich keine große Rolle. Wir waren so nah dran, wir spüren, wir hätten es mit etwas mehr Glück schaffen können. Und wenn ich zurückschaue auf diese Reise, aber auch auf meinen Weg als Profisegler, bewahrheitet sich für mich das Versprechen von Alan Watts im Video vom Anfang. Ich folge meiner Passion und vergiss das Streben nach Sicherheit, nach Karriere und Geld und stelle die Passion an den Anfang und werde darüber so ein Experte, der davon am Ende ganz gut leben kann. Und die Entscheidung damals nach dem BWL-Studium, diese Vorstellung von einer sicheren Karriere an den Nagel zu hängen, mich darüber hinwegzusetzen, das war vielleicht die schwierigste Entscheidung in Bezug auf Risiko. Und welches Risiko hätte letztendlich eigentlich größer sein können, als meine eigene Leidenschaft zu verleugnen? Dankeschön.